werden fortfahren. Sanfte, sorgfältige Achtsamkeit zur Erfahrung des Atems zu bringen. Wir sind in Kontakt und gegenwärtig mit der ganzen Skala der Erfahrung, der Erfahrungen des Einatmens und des Ausatmens und der Pause am Ende des Ausatmens vor dem nächsten Einatmen, wenn da eine ist. Wir sind immer und immer wieder von neuem Kontakt aufnehmen und Kontakt halten. Es ist nicht ein verspanntes sich zwingen, dabei zu bleiben, sondern ein sich niederlassen in dieser Erfahrung. Nicht ein distanziertes Beobachten, sondern ein immer wieder sich der Erfahrung hingeben in wacher, aufmerksamer Art. Der Atem ist immer da, Ort, wo wir immer zurückkehren können. Wenn aber andere Körperempfindungen vordergründig werden, stark werden, so dass die Aufmerksamkeit schon vom Atem abgelenkt wird, dann ist es sehr sinnvoll, dass wir nicht versuchen, diese anderen Empfindungen zu ignorieren und gleich wieder zum Atem zurückzukommen, weil diese anderen Empfindungen ja in dem Moment die Erfahrung der Gegenwart ausmachen. So lassen wir den Atem und bringen unsere ganze Sorgfalt und Aufmerksamkeit zu diesen Körperempfindungen, spüren und nehmen wahr, was da ist. Sind sie solid, bleiben sie immer gleich oder verändern sie sich auch? Können wir direkter, unmittelbarer dahin fühlen? Auch dort vielleicht nicht nur von Ferne beobachten, sondern sich in der Erfahrung niederlassen, wahrnehmen, spüren, sein, was da ist. Wir nehmen wahr, wenn diese Körperempfindung gleich bleibt, wir nehmen wahr, wenn sie stärker wird, wir nehmen wahr, wenn sie verschwindet, wir nehmen wahr, wenn sie zurückkommt, wir nehmen wahr, wenn sie schwächer wird. Was immer es auch sein mag, wir sind wach und gegenwärtig mit dabei. Wir sehen, wie es ist. Wir sind nicht dabei, um sie zu verändern, stärker zu machen, besser zu machen, zu behalten oder loszuwerden, sondern wir sind dabei, um zu sehen, wie es ist. Körperempfindungen entstehen entsprechend ihren Ursachen, entsprechend den Bedingungen. Sie dauern ihren Ursachen und Bedingungen entsprechend und verschwinden, wenn es ihre Zeit ist. Wenn sie verschwunden sind oder wenn wir finden nach einer Weile, vielleicht ein paar Minuten oder noch länger, dass es schwierig wird, dabei zu bleiben, ohne sich zu verspannen, ohne mit großen Widerständen dabei zu sein, oder wenn wir merken, dass es schwierig ist, dabei zu bleiben, weil die Aufmerksamkeit plötzlich immer weggeht davon, dem Moment können wir zurückkehren zum Atem. Wichtig ist dabei, dass wir voll und ganz zurückkehren zum Atem, dass wieder klar ist, jetzt sind wir beim Atem. Wenn Geräusch, Klang, Lärm, Stimme vordergründig wird, laut wird, so dass die Aufmerksamkeit auf sich zieht. Zwar können das Geräusche sein in uns drinnen, im Körper, es können Geräusche sein in der Halle von anderen oder was immer. Es können Geräusche oder Lärm von draußen sein. Im Moment, wo Hören vordergründig wird und die Aufmerksamkeit zum Hören geht, lassen wir den Atem, lassen wir die Körperempfindungen und sind direkt und unmittelbar beim Hören. Wir nehmen wahr, was da ist, versuchen uns niederzulassen in der Erfahrung des Hörens. Stellen fest, ob es da eine gleichbleibende, solide Erfahrung gibt
oder ob auch Hören eine Serie von Moment zu Moment entstehenden und vergehenden Vibrationen und Erfahrungen ist, die manchmal stärker werden, manchmal schwächer und schließlich verklingen. Es mag sein, dass Kommentare hochkommen oder Bilder über das, was wir hören, über das, was das Geräusch verursacht. Vielleicht kommt ein Bild von einem Vogel, wenn wir ein Vogelgezwitscher hören. Auch das nehmen wir wahr, kehren zur direkten Erfahrung des Hörens zurück, anstatt sich in Geschichten über Vogelgezwitscher oder über Geräusche hier im Raum oder über Geräusche im eigenen Körper zu kommentieren. Wenn wir das trotzdem tun, auch dort hilfreich zu sehen, wahrzunehmen, gewahr zu sein, dass Kommentieren stattfindet. Immer wieder kehren wir zurück zum direkten, unmittelbaren Hören und wenn das verklungen ist, zurück zum Gewahrsein des Atems und der Körperempfindungen. Wenn Gefühle, Emotionen, Stimmungen, innere Stimmungen stark werden, vordergründig werden, so dass sie die Aufmerksamkeit auf sich ziehen, lassen wir den Atem und bringen unsere ganze Aufmerksamkeit zu diesen Emotionen, Gefühlen. Sei es Freude oder Angst, sei es Zuneigung oder Ärger oder Wut, sei es Verlangen, Haften oder Festhalten, sei es Offenherzigkeit, sei es Zerstreuung oder Konzentration, sei es tiefe Ruhe und Stille oder innere Aufgeregtheit. Was immer es auch sein mag, wenn Geisteszustände, Gefühle, Emotionen vordergründig werden, die Aufmerksamkeit auf sich ziehen, wenden wir uns dieser Erfahrung zu. Es ist nicht, dass wir versuchen, sie zu ignorieren und zurückkommen zum Atem und versuchen, beim Atem zu bleiben, als ob nichts an Gefühlen da wäre, sondern wir bringen eine volle, ganze, sorgfältige Aufmerksamkeit zur Erfahrung dieser Gefühle. Wichtig ist dabei, dass wir uns nicht in der Geschichte, im Drama, in den Erinnerungen und Bildern, die mit diesen Gefühlen kommen, verlieren. Meistens erinnern wir uns an etwas, das geschah, das wir taten, das uns zustieß, das gesagt wurde, und dadurch kommt vielleicht Wut oder Trauer oder Freude hoch. Und die Tendenz ist, sich darin zu verlieren, in dieser Geschichte, oder sich selber irgendetwas zu erzählen, um diese Geschichte loszuwerden, oder um das Gefühl loszuwerden. Was wir hier brauchen, ist genügend Gewahrsein, um zu merken, was da ist, und uns klar zu machen, welche Gefühle da sind. Namen brauchen, vielleicht ist da Freude oder Enttäuschung. Vielleicht Niedergeschlagenheit, vielleicht intensive Wachheit, vielleicht Wut oder Hass. Moment, wo diese Gefühle stark werden, nehmen wir sie wahr, wissend, was sie sind. Dabei kann es sehr hilfreich sein, das Gewahrsein im Körper zu halten und zu spüren, wie sich diese Gefühle im Körper manifestieren. Es ist einfacher, hier gegenwärtig zu bleiben damit und sich nicht in den Geschichten zu verlieren, wenn wir spüren, Wut, das ist ein Brennen in der Brust, das ist eine intensive Energie, Ärger, vielleicht ist da ein Zusammenziehen der Muskeln, Freude, das ist eine Offenheit des Herzens, Gefühle, Emotionen, Stimmungen sind auch im Körper spürbar.
Es ist einfacher, wenn wir uns weg, wenn wir die Aufmerksamkeit wegdrehen von den Bildern und Geschichten und direkt unmittelbar wahrnehmen, was da ist, an Gefühlen und Emotionen in unserem Körper. Nicht, um sie stärker zu machen oder um sie zu behalten, wenn sie angenehm sind. Nicht, um sie loszuwerden oder zu kontrollieren, wenn sie unangenehm sind, sondern um zu sehen, was da ist. Wir schaffen Raum innerlich, wir schaffen Durchlässigkeit, so dass Angst oder Wut, so dass Freude oder Stille den Raum, den sie brauchen, innerlich einnehmen können. Es ist nichts, was wir auszudrücken brauchen, und es ist auch nichts, was wir zu verdrängen oder loszuwerden brauchen. Es mag sein, dass es sehr unangenehm ist, es mag sein, dass es angenehm ist. Immer üben wir uns damit, dem, was da ist, Raum zu geben und damit zu sein. Wach, gegenwärtig und bewusst. Wenn Gefühle den Raum haben, den sie brauchen, wird offensichtlich, dass alle Gefühle, wie alle anderen Erfahrungen, entstehen, entsprechen Ursachen und Bedingungen. Sie laufen ab, sie spielen sich durch und vergehen, verklingen, verschwinden. Ohne dass wir etwas dazu tun, ohne dass wir etwas dagegen tun. Genau wie Atemzüge, wie Körperempfindungen, wie Hören von Geräuschen und Klang, ist auch die Erfahrung von Stimmungen, Gefühlen, Emotionen, schwierigen oder angenehmen, ein sich ständig wandelnder Prozess, dynamisch, vergänglich, alles kommt und geht ganz von selber. Wenn die Gefühle verklungen sind, kehren wir zurück zur Erfahrung des Atems. Dabei ist wichtig, dass wir sie ganz lassen und ganz klar und eindeutig wieder beim Atem sind. Was immer es auch ist, das unsere Erfahrung des Moments ausmacht. Es geht darum, in der Gegenwart gewahr, aufmerksam und wach, so voll und ganz dabei zu sein, wie es geht. Kann auch Schläfrigkeit sein oder Zweifel. Es kann auch Verlangen oder Aversion sein. Es kann auch Ruhelosigkeit sein, die fünf Hemmnisse, die wir besprochen haben. Es können angenehme und schöne Gefühle sein oder schwierige. Alles kommt, alles entsteht, alles. Wenden wir uns der Erfahrung dieses Moments zu, beim Atem, im Körper, beim Hören, Gefühlen, Emotionen. Und immer wieder betrachten wir die Haltung, in der wir mit all diesen Erfahrungen gegenwärtig sind. Was bedeutet es, sich diesen Erfahrungen zuzuwenden und willens zu sein, zu spüren, wahrzunehmen, was da ist? Anstatt zu werten, anstatt zu versuchen, sie zu verändern, zu kontrollieren, zu behalten oder loszuwerden. Ist es möglich, mit sanfter Aufmerksamkeit hier zu sein? Wach und aufmerksam zu ruhen und die Dinge entstehen, sich wandeln, vergehen lassen. Sie das sowieso tun, ganz von selbst. Eine freundliche, willkommen heißende, durchlässige, gelassene Aufmerksamkeit. Durchlässigkeit, die mit einschließt, dass wir manchmal sehr dicht sind und das auch okay sein lassen kann. Eine Offenheit, die mit einschließt, dass wir manchmal zu und verschlossen sind und die das auch okay sein lassen kann. Ein inneres Gleichgewicht, das so weit ist, dass es mit einschließt, dass wir immer mal wieder völlig aus dem Gleichgewicht geraten.
und das auch okay sein lassen können. Immer wieder von Neuem gegenwärtig und in Kontakt mit dem, was tatsächlich ist, was kommt, das entsteht, sich wandelt und vergeht.